Yeah. Guten Tag und willkommen zu einer weiteren Folge Project Unstable 4. Schön, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt. Ah, ist halt nicht herrlich. So ein Tag in der Mine hier. Man bringt so ein paar Ressourcen weg. Und es geht wieder zurück. ja, ich habe ein wenig, also letzten beiden Tage kam keine Folge, das tut mir wahnsinnig leid. Ich habe ein wenig im Berg weitergearbeitet. Wir können ja mal nachgucken. Guckt ihr mal? Nee, vielleicht ist keiner zu Hause. Okay, lass reingehen. Okay. Huch. Ich glaube, es hat uns keiner gesehen. Okay, weiter. diese Türen sind voll cool von Malice's Doors, was wir drin haben. Da gibt es so richtig geile Türen. Ich habe da oben so eine Schiebetür in meinem Haus. Und dann gibt es noch so eine Vault-Tür, die so richtig schön auf und zu gehen. Ja, ist schon nice. Da haben wir bestimmt irgendwann eine Verwendung für. Ja, Halle sieht hier vorne noch unverändert aus. Ja, bin noch ein bisschen am Überlegen. Wie ich hier Raumeinteilung mache und so weiter, was für Räume ich überhaupt alles haben möchte. Da aber ich denke ich mal viel auch mit Bienen machen werde, das werde ich euch auch gleich zeigen, habe ich hier hinten ein bisschen weiter ausgehoben, da wo wir ja hier am Anfang schön mit TNT ein bisschen rumgespielt haben. Man geht ja also die Treppe runter und dann habe ich hier schon mal ein bisschen was ausgehoben. Und ja, das soll nämlich später ein großer, riesiger Raum werden für die Bienen, für die Baumzucht, dennoch ein paar Farmen, also es soll so ein riesen... wie heißt denn sowas? Nicht Atrium. Arboretum? Arboretum heißt es, glaube ich, oder? So ein riesiger Gewächshaus, wie auch immer man das nennen mag, ja? Eine große Kuppel vielleicht, mal gucken. Ja, dann halt mit Farmen und mit Bienen und mit Bäumen. Ich muss halt nur mal schauen, wie man das mit den Bienen macht. Unter der Erde ist es halt immer ein bisschen schwierig. Ja. Hab mir das halt so vorgestellt, dass hier am Boden kommt halt schön... Wie sieht so ein Park denn hin? Vielleicht ein kleiner Teich in der Mitte. Dann hier so ein paar... Soll hier so eine Ecke so reinkommen, wo dann halt ein paar automatische Farmen vielleicht drauf sind, so für Essen und so. Dann soll einmal so ein Ring hier außen rum geben, auf dem man halt rumlaufen kann. Wo dann vielleicht so Bäume wachsen und so. Und dann ganz oben soll auch nochmal so ein Ring rumgehen. Um sich das vielleicht von oben angucken zu können oder so. Mal gucken. Das ist halt so der Plan. Und ich wollte halt gerade mal schauen... Ich habe mir dann folgendermaßen das gedacht, und zwar, dass man hier so ein bisschen, huch, weiß nicht, ob man hier so Treppen runter macht. Jetzt habe ich natürlich keinen Koppel mehr, super. Scheiß drauf, ist ja nur Koppel. So, dass man hier irgendwie Treppen runter macht, das könnte vielleicht ganz gut werden. So, eins, so. Oder muss ich mal ausprobieren. So, ich mir das halt gedacht, ja, dass man hier halt hier irgendwie... Ich muss halt echt mal gucken, wie ich das hier alles miteinander verbinde. Das ist halt alles so nicht final. Das ist halt so, wie ich es erstmal gedacht habe. Hier gehen wir so eine Treppe runter, dann kommt man hier nochmal so einen Weg runter. Und dann geht hier ein Weg außen rum. Kann man halt schön in die Mitte gucken. Dann kann man hier runtergehen. Ich werde hier wahrscheinlich viel mit Wasser auch noch rumspielen, dass es irgendwie aus den Wänden fließt und vielleicht damit zusammenläuft. Ich stelle mir das Ganze gerade richtig schön vor, aber es wird auf jeden Fall viel Arbeit. Allein das Ausheben dauert halt schon eine Weile, weil ich das Ganze nur mit einem Hammer halt mache. Ja, also wie gesagt, der ganze Klotz hier oben kommt alles noch weg. Und da hinten wird noch ein bisschen was wegkommen. Mal schauen, ob wir das vielleicht heute in der Folge insgesamt so machen. Ja, auf zu den Bienen. Wir haben jetzt kürzlich geupdatet. Und vielleicht wissen es einige oder kennen es einige von früher, diesen Binnies-Mod oder Binny-Mods. Das war ja so ein Zusammenschluss von so ein paar Mods, so More Bees oder Extra Bees, Extra Trees, Genetics und so ein Shit. Und wir können erstmal... Ah, wir können mal fix schlafen gehen. Ich habe nämlich einfach eine kleine Spielerei letztens eingebaut. Mal gucken, ob das durch den Server-Deck überhaupt jetzt vernünftig klingt. Wartet mal. Wir gehen erstmal ein bisschen Hayabubu machen. Und... Oh, perfekt. ja, ich weiß gar nicht, wie das Lied heißt. Man kennt es halt, ja, so diese Morgenmelodie oder keine Ahnung was. Im Englischen ist es, glaube ich, der Morning Song, irgendwie sowas.
Also es sind halt ganz einfach 27 Notblöcke mit einer simplen Melodie, einem Daylight-Sensor. Ja, dachte mir, das ist eine kleine Spielerei. Ja, also kommen wir zurück zu den Bienen. Und zwar, kennt man ja Binnies Mods von damals, 1.7.10er Minecraft-Version modded. Wurde halt nie wirklich weitergeführt oder geupdatet. Und jetzt gab es jemanden, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der hat jetzt einen neuen Mod gemacht, More Bees. Und der hat quasi Binnies Mod selbst in die Hand genommen. Und hat halt diese ganzen, ich kann immer Bees. Sind jetzt locker doppelt so viele Bienen drin, wie halt auch am Anfang des Modpacks. Ich weiß gar nicht, ob wir das in der öffentlichen Version schon drin haben, aber das kommt dann bestimmt irgendwann mit dem Update. Ich glaube, das haben wir nicht drin. Was haben wir denn jetzt nicht für uns im letzten Update da ist reingenommen? Auf jeden Fall kann man halt jetzt ganz viele Erze und Rohstoffe mit den Bienen produzieren. Ich denke mal, darauf werde ich wieder zurückgreifen, auch wenn ich das. Ne, in der zweiten Staffel hatte ich das gemacht. In der dritten hatte ich das nicht gemacht, ne. Da habe ich, glaube ich, gar nichts mit Bienen so richtig gemacht. Ja, also auf jeden Fall habe ich hier, ja, ein bisschen umgebaut. Ja, ich habe hier so ein bisschen den Berg noch ein bisschen platt gemacht, dann so ein kleines Atrium hier gebaut, so ein kleines, ich weiß gar nicht, ist Atrium richtig, muss das jetzt nachgucken. Mir schwirrt die ganze Zeit Atrium im Kopf, aber ich glaube, das ist falsch, oder? Atrium? Doch, ich glaube schon, oder? Ach so, was ist ein Atrium? Ah, okay, gut, alles klar. Das ist so ein Innenhof in dem Haus, alles klar, gut. Wären wir auch ein bisschen schlauer. Jedenfalls, halt so einen kleinen Garten für meine Biene. Ja, schön umzäunt, weil wenn ich hier halt AFK drin rumstehe und warte, will ich nicht von irgendwelchen Creepern oder Zombies hier angegriffen werden, die mir das allen um die Ohren schießen hier, da hatte ich keinen Bock drauf. Ja, hab das hier so ein bisschen halt minimalistisch aufgebaut, ja, hier so ein paar Sachen zu lagern. Hier meine Geräte, die man halt so braucht. Ich mach das hier mal weg. Ja, bin hier gerade so ein bisschen. Ha! Steadfast! Juhu! Das ging ja easy. So, zeigen wir mal her. Ist das eine reine Steadfast? Weil die Steadfast sind wichtig für spätere Bienenreihen. Steadfast siehst du in zwei Durchgängen eine reine Steadfast. Ist halt nicht super. So! Ja, hier oben halt so ein paar Sachen, wo ich dann züchten kann. Hier noch ein paar hingestellt, weil ich dann doch ein paar mehr brauchte. Ja, hab hier so ein paar Sachen schon automatisiert. Hab hier einmal Dschungelbienen, die man halt für Bienenanzug und so weiter braucht. Und hier habe ich noch Cultivate angebaut, damit ich Honig und so weiter kriege. Das Ganze kommt in der Ender-Chest. Kann ich mir hier vorne schön abholen. Und schmeiße es dann immer einfach in den Hopper hier rein, dann wird das verarbeitet. Und ja, bin momentan am Sammeln für eine dritte Aviary, damit wir irgendwann ein bisschen mehr halt aufbauen können. Momentan habe ich hier eine Industrious und zwei Imperial-Bienen zu hängen, die halt automatisch halt laufen, damit ich halt Royal Jelly und so ein Shit krieg. Für die großen Aviaries brauchen wir das ja alles. Ihr müsst mir halt mal sagen, inwieweit ihr euch auskennt oder ob ihr hier halt mehr darüber wissen wollt, wie man mit den Bienen da was handhabt. Kann ich euch dann gerne irgendwie ein bisschen erklären, weil ich arbeite sehr gerne mit den Bienen und meine mich da ein wenig auszukennen. auch wenn es wahrscheinlich perfekt ist. Aber na gut, aber was ist eigentlich mein Ziel gewesen? Ich wollte. Ja, momentan, ich weiß nicht, ob das noch verbuggt ist in der Version, weil ich brauche zum Beispiel Hardenbiene. Ja, die brauche ich halt zum Beispiel für die Obsidianbiene, die du später für die ganzen Erzsachen und so brauchst. Guck mal, guck zum Beispiel Lapis, Redstone, Metallic, das brauchst du für die ganzen Erze, also es ist eine Grundbiene fast schon. Und die macht man aus einer Rocky plus einer Cultivated, 10%ige Chance. Aber es funktioniert halt nicht. Ich hau die hier schon seit Tagen und Stunden, hau ich sie hier zusammen. Rocky und Cultivated. Aber da kommt nichts bei rum. Steht auch leider nichts dabei, ob man irgendwie ein gewisses Biom haben muss oder ein Block daneben stehen muss oder so. Ist halt schade, weil dieser More Bees Mod, den wir da jetzt reingenommen haben, der ist halt recht neu. Es gibt bis jetzt erst eine Version. Wurde, glaube ich, vor 2-3 Tagen veröffentlicht. Und ja. Gibt halt auch nicht viel Infos darüber, wie er es jetzt genau gemacht hat. Er hat halt gesagt, er hat sich an Binnies Mod orientiert. Aber man weiß halt nicht, inwieweit das jetzt alles da zusammenspielt und auch genauso übernommen wurde oder irgendwelche eigenen Methoden gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Seed Oil braucht man auch ganz viel. Dafür habe ich hier halt mir Kirschbäume gezüchtet. Das ging relativ simpel, weil Cherry Trees, das ist Pillepalle. Ja, Silver Lime. Ja, das machst du aus Birch und normalen Standardbäumen. Dann packst du den Silver Lime wieder mit einem normalen Baum zusammen.
Hier steht zwar mal Apple Oak, aber es gehen auch ganz normale Oak Saplings von Minecraft. Und dann kommt daraus Hill Cherry. Und den ersten Sapling, den ich abgebaut hatte, das erste Blatt, was befruchtet war, das war direkt Hill Cherry. Also geht relativ simpel. Und ja, da kommen halt ganz viele Kirschen raus. Und ich habe jetzt hier schon eine Barrel voll mit Kirschen. So ein bisschen. Ja, 5, 6 oder so. Und ja, daraus kommt es nämlich 5-mal so viel Seed Oil kriegst du daraus, als wenn du normalen Weizen Seeds benutzt. Das ist ganz praktisch. Und habe das in so einer hübschen Barrel gesammelt. Ja, von Simple Barrels. Ist so ein eigener Mod. Simple Barrels, ja, aus allen möglichsten Holzsorten, auch von Forestry Holz kannst du halt Barrels machen. Die sind halt bisschen simpel halt, ja, Simple Barrels, ja, die zeigen halt nur das Item an, die sagen dir in keiner Weise wie viel. Dazu müsstest du halt hier so ein Comparator-Upgrade machen, damit du halt per Redstone-Signal auslesen kannst, wie viel drin ist. Aber hast ja halt keine genaue Anzahl. Jo, das ist der Stand zu den Bienen. Also wie gesagt, wenn ihr irgendwie was darüber wissen wollt, wie man da irgendwas macht, dann kann ich euch da bestimmt irgendwie was zu zeigen oder erklären. Aber ansonsten mache ich das halt so nebenbei und werde dann halt irgendwann weiter zeigen, wenn ich meine Produktion halt auffahre oder halt in den Berg so weit bin, dass ich mit den Bienen dort reinziehe. Mit den Bäumen, weil das hier oben ist halt nach wie vor ein temporäres Haus. Ja, das war halt nie wirklich für immer gedacht. Aber... ja, ich weiß auch nicht. Mittlerweile fühlt es sich richtig wie ein kleines Heim an. Und ja, das ist so der aktuelle Status. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche tollen Ideen noch habt, immer gerne in die Kommentare damit. Für unser großes Untertageprojekt hier, sage ich mal. Vielleicht auch hierfür noch ein paar Ideen für unser großes Gewächshaus, sage ich jetzt mal. Und ja, das ist der Stand. So, ich habe die Arbeiten für heute abgeschlossen. Was ich heute noch machen wollte und euch zeigen wollte, wir haben jetzt eine neue Version von Ender.io mit Drinne im letzten Update. Und da können wir jetzt endlich Projekt Grüner Adler aktivieren. Keine Ahnung warum ich das so genannt habe, aber egal. Und zwar gibt es von Ender.io diese wunderschönen Telepad-Blöcke. Die sind relativ teuer, ehrlich gesagt. Davon muss man 9 Stück machen, deswegen habe ich das hier alles schon mal so gesammelt und vorbereitet. Passt gar nicht alles rein. So. Und zwar wollte ich das mal ausprobieren, ob das jetzt wirklich richtig funktioniert, weil wir momentan teleportieren uns auf dem Server halt hier mit hin und her mit den von AF-Tools, den Teleport-Dingern, wo man sich halt überall hier hin teleportieren kann. Ja, man steigt dann diesen Transmitter und wird dann da zu einem Receiver irgendwo geportet und andersrum halt genau. Oh, Schmetterling! Kommt zu Papa, Schmetterling. Juhu. Ich sammle nebenbei auch so ein paar Schmetterlinge. Mal gucken, ob ich damit irgendwas Cooles machen kann. Vielleicht an der Wand irgendwie dann ausstellen oder so. Ja, ich habe mittlerweile schon ein paar Stück gefangen. Sehr ergiebig hier. Und ja, um auf die Dinger hier zurückzukommen. Wir benutzen halt die simplen Dinger. Ich finde die ein bisschen öde, sage ich mal. Weil was ich bis jetzt von den Ender.io Telepads da gesehen habe, die sehen... mega geil aus. Missing Items. Hä? Wo sind die denn? Willst du mich verarschen? Hey! Ich hatte 9 Stück von dem. Wo sind die denn? What the fuck? Willst du mich jetzt verarschen? Wo sind die alle denn? Okay. Sind jetzt hier einfach Items verschwunden, oder was? Wo sind denn die Oktadik-Dinger hin? Ich hatte 9 Stück definitiv hier drin von diesen Oktadik-Capacitors. Wo sind die alle hin? Ich war noch gerade noch da. Ich weiß auch nicht. In letzter Zeit, manchmal verschwinden zum Beispiel ein Eimer oder so. Der verschwindet manchmal einfach zwischendurch aus dem Inventar. Keine Ahnung, was damit los ist. Ich habe schon der 5. den ich mehr craften musste. Keine Ahnung, was das ist. Und jetzt sind die Dinger auch weg, oder was? Das ist ja... super. Ne, den Schmetterling habe ich schon. Ja, toll. Dann darf ich mir da erstmal ein paar neue machen, oder was? Geil. Oder warte mal, vielleicht habe ich noch ein paar. Ich habe 6 Stück. Okay, gut. Dann können wir ja fix noch ein paar machen. Da brauche ich noch 3 Stück. Das heißt, ich brauche 6 von denen. Ein bisschen was von denen. Die Mitte kam, glaube ich, Glowstone, ne? So.
Alloy. Zack, zack. Okay. Dann machen wir die uns halt fix. Ja, das ist jetzt auch blöd, ey. Warum ist das einfach so verschwunden und... Ah, ich habe zu wenig gemacht. Oder? Nee, warte. Double A. Ah. Ach, Idiot. So. Okay. Dann brauchen wir noch ein Ingot. Dankeschön. Keine Ahnung, was mit denen jetzt passiert ist. Aber, naja. So, die behalte ich jetzt hier schön in der Hand. Ja, die gehen jetzt nicht mehr weg. Dann hole ich mir das Zeug jetzt hier wieder rein. So. Ist es so ganz flott frei dafür? Wo sind die alle hin? Naja, wurscht. So, Telepad. Jetzt haben wir, die Sachen. 9 Stück bitte. Genau, jetzt kann ich so easy mit Shift hier Run Rouse machen. Ich weiß nicht, wie viel Strom das braucht. Ich habe irgendwas von 100.000 F oder so pro Teleportation gelesen. Mal gucken. So, 9 Stück. Und wenn ich es richtig verstanden habe, kann man sich an eine beliebige Koordinate teleportieren. Also man braucht keine Portale zwischeneinander, sondern man portiert sich an eine beliebige Koordinate. Ich baue das jetzt einfach mal hier auf. Vielleicht hier neben so ein bisschen. So. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack. Wow. Guck mal, das Ding sieht doch viel geiler aus als der Scheiß hier. Und wenn man jetzt Rechtsklick macht, genau, man kann eine genaue, man kann sogar eine Dimension angeben. Dann, wir haben allerdings keinen Strom mehr zum produzieren, ist ein bisschen doof. Ich kann das ja fix von der Baumfarm klauen. Ja, für die Energieversorgung muss ich mir auch noch was überlegen. Momentan benutze ich halt nur Solar Panels, der Einfachheit halber. Aber ich möchte es mir halt natürlich insgesamt nicht so einfach machen. Und werde dafür denn, oh, guten Tag. Möchte halt, jetzt stirbt er mal. So. Und möchte halt später auf irgendwas anderes umsteigen, was vielleicht ein bisschen schwieriger zu machen ist von der Energie her. Vielleicht habt ihr ja da auch Ideen. Ich habe ein bisschen an Forestry gedacht, mit diesem Ethanol-Zeug und so weiter. So, kriegt er jetzt Strom? Das ist natürlich Nacht. Hey, bleib hier, du Flitzpiepe. Nein, nicht zu den Villager gehen. Aua, aua, aua. Au. Ah, oh Gott, die sind immer so schwer zu treffen, diese kleinen Penner. Na? Lecken tut's jetzt auch noch, super. Alter. Geh mir nicht auf die Nüsse. Oh, Alter. Ich will ihn nicht verrecken. Das ist so schwierig. Und dennoch, ich habe halt keine vernünftige Rüstung, ja. Und so kleine Vieh haut mich mit 3 Schlägen immer weg, ey. Zum Kotzen. Ah, der ist immer noch hier. Na, geht doch. Meine Fresse. So, was wollte ich jetzt machen? Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ach so, ist ja Nacht, deswegen... Oh, fuck you. Ah! Oh Gott, ich bin schon wieder gleich tot, ey. Wo kommt die schon wieder alles her? Ich habe hier letztens erst bin ich mit 2 Stacks rumgelaufen, um auszuleuchten. Und jetzt kommen mir schon wieder 10 Zombies an. Eieiei. So. Dann hole ich mir fix noch was zu essen hier raus, damit ich nicht gleich verrecke, wenn nochmal ein Zombie kommt. So. Auf jeden Fall sollte das jetzt ein bisschen Strom bekommen, oder? Jawohl, jetzt lädt es langsam auf. Lädt er hier eigentlich noch irgendwas? Nee, gut. Ja, jetzt blinkt er sogar schön, oder? Nee. Hm, wo teleportieren wir uns denn testhalber mal hin? Wir können uns einfach nach hier vorne mal teleportieren. Ja, wir machen mal hier. XYZ. Minus 178, minus 770. Warte mal. Minus... Kann ich da wieder reingehen? Kann da gar nichts. Travel Settings. Public. Ich gebe es mal einen Namen. Protected, Private, Public. Warum kann ich denn da keine Koordinaten eingeben? Dimension. Ha, ich kann keine Koordinaten eingeben. Ich kann das nicht aktivieren. Ha, wie funktionierst du jetzt? Ha, oh Gott. Erschreckt mich nicht. Ja, aber ich will mich jetzt nicht zu 000 teleportieren, dann falle ich wieder aus der Welt. Das ist mir schon mal passiert. Zwar nicht mit dem Ding hier, aber mit was anderem. Warum geht denn da nichts einzugeben? Hm, ich kann hier nichts anklicken. Hat genug Strom. Und ich kann es theoretisch aktivieren. Also abbrechen kann man es easy mit runtergehen von der Platte. Ha. Das jetzt merken. Muss ich aber vielleicht mit der Wrench draufklicken? Warte mal. Nee. Aber ich kann es abbauen mit der Wrench, okay. Das ist ja merkwürdig. Vielleicht ist das Feature doch noch nicht ganz aktiviert oder so.
Okay, ich habe mir das Wiki nochmal durchgelesen. Es gibt einen Coordinate Selector. Prints Coordinates of a Block. Right click at Block Select. Okay, mal gucken, ob das irgendwie funktioniert. So, ich bin mal wieder hübsch vergiftet von meinen Dschungelbienen. So, right click on a Block. Also könnte ich das jetzt, weiß ich, mein Home nennen oder so? Hat das jetzt gespeichert? Warte mal, 183. Ja, das ist jetzt der Block, aber wie kriege ich den? Warte mal. Prints coordinates of a block. Right click at block to select. Shift right click at a block to select that specific block. Can select from his. Also mit Shift right click. Okay, mach mal P. Aber wie speichert er sich das denn? Hahaha, ich habe etwas sehr Essentielles irgendwie übersehen. Und zwar, jedes Mal, wenn man dieses Ding benutzt. Ja, ich mache jetzt mal hier auf diesem Block. Das ist jetzt einfach nochmal. Plöp, 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 plöp. Dann bekommt man so ein Stück Papier. Und damit kann man dann Shift-Rechtsklick in die Mitte von dem Block machen. Und dann sieht man unten, dass die Koordinaten auf dem Block gesetzt wurden. Und sie sind drinnen. Jawohl. Das heißt, warum hat er jetzt schon wieder keinen Strom, ey? Ich könnte kotzen. Komm schon, ich will doch nur Strom haben. Ist jetzt Strom drin? Zeigt es nicht an. Wir versuchen es einfach mal. Warum kriegst du keine Strom, Baby? Jetzt. Alles klar. Jetzt wollen wir uns da mal hin teleportieren. Teleport. Was? Oh. Es ging ja instant. Okay, nochmal, nochmal, nochmal. Okay, so schnell kann ich gar nicht gucken. Anscheinend, entweder hat sich die Geschwindigkeit geändert. Wow, okay, das gefixt alles. Das Geräusch ist geil, die Animation ist geil, deswegen, ich glaube, das benutze ich dann eher. Das Problem, was man natürlich haben könnte, ist, was macht er, wenn die Position blockiert ist? Dann setzt er mich anscheinend auf den nächstmöglichen Block daneben. Okay, weil ich habe nämlich gerade daran gedacht, wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Koordinate vom Spawn nehme, um mich dann zu teleportieren, und das dann umgebaut wird, was passiert, wenn ich in der Wand irgendwie dann lande? Naja, aber das ist der Telepad-Block. Ich glaube, mit dem werden wir dann arbeiten. Ich glaube, den kann man auch viel cooler irgendwie verbauen, in einem Raum, als die komischen Blöcke hier. Also ich denke mal, mit dem werden wir, ist halt leider echt ziemlich teuer. Du brauchst halt echt 9 von diesen Teleport-Blöcken. Telepad-Blöcken, die sind halt nicht billig. Du brauchst dafür diese Octadic-Dinger. Du brauchst ganz viel Darksteel, heißt Obsidian. Du brauchst ganz viel Quarz. Du brauchst ganz viele Endermänner in einem Soul-Vile-Ding. Du brauchst Ender-Kristalle und so ein Shit. Ja, also es ist nicht ganz billig, aber ich glaube, damit werden wir dann künftig uns durch die Gegend porten. Mal schauen. Jo, das war's dann wieder für eine weitere Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Ja, für weitere Ideen und Anregungen gerne in die Kommentare damit. Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis zur nächsten Folge. Haut rein.